Hallo und willkommen. Dieses Video möchte ich als Einleitung für mein neues Format nutzen und euch erklären, was ich vorhabe und euch ein bisschen zeigen, wie ich dieses umsetzen möchte. Also, fangen wir an. Ich möchte Art-Videos erstellen. Ich habe auf DeviantArt des Öfteren Feedback gegeben und auch im englischen Raum habe ich gesehen, es gibt viele solcher Videos. Und ich dachte mir, es ist eine gute Idee und macht bestimmt Spaß, sowas auch im deutschen Raum mal anzubieten. Vielleicht gibt es dafür Interesse. Als erstes sollte ich wohl anmerken, da es sich dabei um Kunst handelt, werde ich nur über meine Meinung sprechen. Da man sich ja bei Kunst keine wirklich objektive Meinung bilden kann. Es ist ein bisschen schwierig, das funktionieren zu. Fühlt euch aber frei, eure Meinung mit mir dann in den Kommentaren zu teilen. Vielleicht gibt sich ja die ein oder andere lustige oder interessante Diskussion. Wer weiß. Um mal möglichst einheitliches Feedback geben zu können, werde ich mir folgende Punkte vornehmen. Das sind zu einem Form und Anatomie, dann einmal die Linien, die Farben an sich, danach kommt Schatten und Licht und am Ende nochmal über die Komposition im Ganzen. Ich erkläre euch nochmal ein bisschen genauer, was ich damit meine mit den Punkten. In dem Punkt Formen Anatomie werde ich darauf eingehen, wie sich die Formen zusammensetzen. Auch je nach Stil werde ich darauf achten, wie die Proportionen zusammenpassen. Das heißt, bei einem realistisch wirkenden Bild werde ich darauf achten, wie die Anatomie sich zusammensetzt, ob die zusammenpasst, ob das stimmig ist. Anders wie bei einem stilistischen Bild, wo ich dann mehr gucke, ob die Proportionen an sich harmonisch zusammenwirken, ob da ein bisschen Energie rüberkommt oder nicht. Ob das halt alles im Stil zueinander passt. So, unter dem Punkt der Linien werde ich mir natürlich, was soll es so sein, die Linien anschauen, ob sie sauber sind, einheitlich sind, stimmig sind, ob sie zum Rest des Bildes passen. Und halt bei Bildern ohne Linien werde ich halt einfach gucken, wie die Kanten ausgearbeitet sind. Wo keine Linien sind, kann man keine Linien gucken. Macht Sinn. Zum Punkt der Farben, da werde ich halt erstmal darauf achten, wie sind die Bilder ausgemalt, sind die sauber ausgemalt, sind weiße Ränder zu sehen oder bei Stiftzeichnungen sind die einheitlich sauber ausgefüllt. Danach werde ich mir die Farbgebung ansehen, ob die Farben zueinander passen, ob das Bild harmonisch wirkt, ob sich das schön ansehen lässt und so weiter. Der Klassiker Farbtheorie, hat jeder bestimmt schon mal gehört. Jetzt vielleicht so ein bisschen drauf eingehen. Mal gucken. Mal sehen, was die Zeit bringt. Der nächste Punkt wären dann Schatten und Licht. Hier werde ich darauf eingehen, ob es eine einheitliche Lichtquelle gibt, wie die Schatten darauf ausgerichtet sind. Gibt es halt Schatten und Licht oder nur Schatten? Passt das zu dem Bild im Gesamten zusammen? Macht das Sinn oder nicht? Ich werde in dem Punkt auch so kleine Effekte mit reinpacken. Feuer, Blitze, Seitenblasen, so Kleinigkeiten, die lasse ich auch einfach unter diesem Punkt. Der passt da so halbwegs am besten rein. Und der letzte Punkt ist nochmal die Komposition an sich. Dann gehe ich nochmal drauf ein, wie alles in sich zusammenpasst, ob das Bild einheitlich stimmig ist. Nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie es zusammenpasst, was nicht so gut passt. Ich werde auch darauf eingehen, ob es sich gut ansehen lässt, was präsentiert wird, wie wird dieses präsentiert, wo liegt der Fokus des Bildes, wie harmoniert der Rest mit dem Hintergrund, dem Vordergrund, diese kleinen Details, das ist halt das komplette Bild an sich ausmachen. Falls ich dein Interesse geweckt habe, dass ich dein Bild bewerte oder reviewe, je nachdem, welche Worte wieder ist, suche ich mir das aus, kannst du mir eine Nachricht zukommen lassen, indem du Links dich unten verteile über DeviantArt, ich mache was auf Facebook. Such dir das aus, was dir am liebsten ist und schreib mich einfach an mit der Beschreibung, Art Review, dass ich weiß auch, was du von mir willst. Das macht Sinn. Ich werde eine Seite deiner Wahl, die darfst du dir selber aussuchen, was du möchtest, Instagram, Facebook, DeviantArt, wo du dein Zeug so alles hochlädst. In der Beschreibung im Video verlinken, sodass ich auch jeder finden kann. Das ist mal ganz wichtig, mal wieder gefunden werden. Momentan sind zwar nicht viele Leute hier, aber vielleicht ändert sich das ja. Wer weiß. Okay, vielen Dank für euer Interesse. Und ich hoffe, vielleicht sieht man sich ja wieder. Euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.